Gute Nachrichten, liebe Zuschauer. Joachim Gauck, unser Bundespräsident, ist fündig geworden. Also nicht auf der Suche nach seinen dritten Zähnen. Nein, er hat endlich ein Thema gefunden. Ja, ist das nicht super? Zur NSA-Affäre und zu Edward Snowden ist dem großen Bürgerrechtler ja leider so gar nichts eingefallen. Dafür will er uns jetzt zu einer Sache bekehren, die hier bei uns in Deutschland in den letzten Jahrzehnten leider so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ich will noch nicht im Detail verraten, was es ist, aber es hat mit Krieg zu tun. Mit Bum Bum. Nur darf man das hässliche K-Wort als Akademiker natürlich nicht aussprechen. Die Bundesrepublik muss dabei auch bereit sein, mehr zu tun für jene Sicherheit, die ihr von anderen seit Jahrzehnten gewährt wurde. Entschlossener weitergehen, früher, entschiedener und substanzieller die Risiken fair mit ihnen zu teilen, mit Verantwortung. Deutschland der Welt zugewandt, militärisch zu engagieren, Einsatz von Soldaten. Probleme lösen. Ich bin jetzt über 70 und da geht eben noch sehr viel. Ja, meine Güte. Oh, Opa, ehrlich jetzt. Schwurbelt er drumherum um das Entscheidende. Meine Fresse. Oh, Gauck, jetzt sprichst doch einfach aus. Dir ist langweilig, du willst Krieg. Natürlich. Ja, und das ist ja ein Trend. Das sehen ja neuerdings auch andere so. Ein Paradigmenwechsel in der deutschen Außenpolitik. Wirklich. Bei der Sicherheitskonferenz in München haben Außenminister Steinmeier und Ursula von der Leyen, also Flinten-Uschi, ins selbe Kriegshorn gestoßen. Wissen Sie zu Hause eigentlich, was das heißt? Leck mich fett. Die Deutschen kommen zurück. So sieht's aus, Kameraden. Ja, ausgerechnet Joachim Gauck, der Zonen-Jesus aus Rostock, plädiert für eine aktivere, gern auch einmarschbasierte deutsche Außenpolitik. Als Pastor. Gut, die haben in Deutschland immer schon gern die Truppen gesegnet. Ekelhafter Satz in 3, 2, 1. Ich muss wohl sehen, dass es bei uns neben aufrichtigen Pazifisten jene gibt, die Deutschlands historische Schuld benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu verstecken. Jawollo! Bequeme, faule Schweine sind wir. Zu faul zum Krieg führen, so sieht's doch aus. Ne? Ja, militärische Risiken sollen fairer verteilt werden, sagt Gauck. Finde ich immer toll, wenn man sagt, andere sollen mal mehr Risiken eingehen. Geht um Menschenleben, denn Opi selber wird ja nicht mehr eingezogen. Obwohl, schöne Vorstellung eigentlich. Ja, scheiße, ich muss echt mal zum Arzt mit meinen Fantasien. So. Alle Mann eincremen und anschneiden. Jetzt sage ich einen ganz, ganz schlimmen Satz, der mir später leidtun wird. Christian Wulff als Bundespräsident gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja. Der hatte nur einen scheiß Geschmack bei Frauen und Häusern. Aber sonst? Ne? Jedenfalls immer noch besser als Gauck, dieser Truppenkasper. Ne? Kurze Frage, El Presidente Cookidente. Warum braucht die Welt eigentlich unser Eingreifen? Eins gleich vorweg. Dies ist ein gutes Deutschland. Das Beste, das wir jemals hatten. Ja, gut, das beste Deutschland, das müssen wir ihm nachsehen. Er hat als Vergleich halt nur die DDR, liebe Zuschauer. Und hier der Steinmeier, unser Außenminister. Der ist ja auch nicht besser. Wirklich. Der Steinmeier, was der da in München an geistigem Dünnschiss rausgehauen hat, das tut ja fast schon körperlich weh. Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Ja, ja, richtig. Deutschland ist so groß, man möchte fast von Großdeutschland sprechen. Obwohl, naja, in einem Punkt sind wir ja tatsächlich Weltmacht. Drittgrößter Waffendealer der Welt. Diese Woche kam die Meldung, wir liefern, und zwar abgesichert durch eine Bürgschaft des Steuerzahlers, über 100 Patrouillenboote an das supersympathische Regime von Saudi-Arabien. Ja, Sekunde, hat unser draller Wirtschaftsminister nicht letzte Woche erst gesagt? Unrechtsregimen sollte man keine Waffen verkaufen. Meine ich doch, der Sigi. Was sagt er denn diese Woche, 5 Tage später? Mit Patrouillenbooten können Sie nicht auf Plätzen die eigene Bevölkerung unterdrücken. Die können Sie nicht einsetzen wie Panzer. Eben! Harmlos!
harmlos. Wirklich mit den Teilen, da kannst du höchstens auf Delfine schießen oder so. Ja, die Saudis machen das regelmäßig. Ne? Diese Patrouillenboote sind im Prinzip nicht gefährlicher als Schlauchboote. Nur halt mit Haubitzen. Ganz ehrlich, so richtig kann ich mich nicht anfreunden mit dieser neuen deutschen Weltpolitik. Aber wer weiß, vielleicht liegt das auch an meiner bürgerlichen Herkunft. Mir fehlt einfach das Soldatische. Im Gegensatz zum Heute-Show-Quotenpreußen Klaus von Wagner. Klaus von Wagner, Schutztruppenoffizier der Reserve. Ja, Klaus, verzeihen Sie einem ehemaligen Zivildienstleistenden die Frage, aber was soll der Plantagenbesitzer-Look? Ja, den trage ich zu Ehren unserer Verteidigungsministerin, die in dieser Woche urdeutsches Kerngebiet besucht, nämlich Mali und Senegal. Aha! Ja, wenn ich offen sprechen darf, bin inzwischen regelrecht Fan von IBUK UVDL. Von IBUK was? Von der Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt Ursula von der Leyen. IBUK UVDL. Ja. Muss ich doch nicht. Ja, offensichtlich. IBUK UVDL. Ja, Sie ahnungsloser Bettpfannenschwenker. Ja. Die Uschi will, dass wir in Afrika wieder aktiv mitmischen. Im Moment sind wir da ja nur Juniorpartner der Franzosen. Tiefer kannst du gar nicht sinken. Das ist noch unter Blödmanns Gehilfe. Ja, aber Herr Feldmarschall, wenn ich kurz auf Ihren eigenen Schlachtplan verweisen darf. In all diesen Ländern hier, da stehen doch bereits deutsche Truppen. Ja, aber drumherum eben nicht. Ne? Guck, hier sehen Sie überall weiße Flecken. Becke, da müssen wir jetzt reinstoßen. Damit rechnen die nicht. Die? Und sagen Sie mal, ist das Mallorca? Da haben wir Mallorca annektiert? Ja, haben sich kampflos ergeben. Ah. Nur geringer englischer Widerstand. Schön, prima. Aber trotzdem, ich kann mich dieser neuen Kriegsbegeisterung unserer Politik einfach nicht anschließen. Ich sage nur, Afghanistan, in dem Land ist nichts besser geworden. Da werden wir noch auf Jahre Soldaten hinschicken. Gut, ja, da ist was dran. Als nächstes sollten wir mal irgendwo einmarschieren, wo wir auch ganz sicher gewinnen. Was weiß ich, Borkum oder so. Mensch, Welke, bisschen mehr Begeisterung. Wie Sie hier schon rumstehen. Wie so ein Sack Gulasch. Haben Sie dem Bundespräsidenten nicht zugehört? Sie müssen sich endlich mal der Welt zuwenden. Herrgott nochmal. Aua! Vielleicht will die Welt gar nicht, dass wir uns ihr zuwenden. Ach, die doofe Welt wird gar nicht gefragt. IBUK UVDL hat völlig recht, wenn sie sagt: Wenn wir Fähigkeiten haben, die nur wir am besten auch können, dann würden wir nicht beiseite stehen. Aha. Was haben unsere Soldaten denn für ganz spezielle Fähigkeiten? Ach, alles Mögliche. Ich nehme den! Verstehe. Ja gut, das kann also, kein anderer. Entschuldigung. Ja. Ja. Sie lachen hier, versuchen Sie das mal. So einen Baum zu treffen ist gar nicht ohne. Ja. Ich sehe es nicht ein. Warum sollen wir den Franzosen helfen, hier in Afrika ihr Uran zu sichern? Nur weil die noch laute Atomkraftwerke haben. Unsere Bundeswehr ist doch jetzt schon total überlastet. So, das hat mir gerade noch gefehlt, dass hier so ein ungedienter Urinkellner unsere Männer im Felde beleidigt. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, was sie alles können. Was gibt es denn für Bewegungsarten? Gehen. Wie findet das statt? Was brauchen wir? Einfach mal von links nach rechts gehen. Ja, gehen, einfach nur gehen und aufpassen, dass sie nicht fallen. Ja, verstanden. Ja. Das ist der ultimative Tipp für jeden Soldaten im Auslandseinsatz. Nicht fallen. Da sind wir ausnahmsweise einer Meinung. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Klaus von Wagner.